Vicky auf großer Fahrt in 3D. Für das neue Abenteuer trotzen die Wikinger jedem furchtbaren Sturm, jedem schrecklichen Widersacher und jeder noch so schönen Frau. Halvar wurde entführt und Vicky und die tapferen, starken Männer machen sich auf, ihn und den Schatz der Götter zu retten. Könnt ihr mal bitte leise sein, wir machen hier ein Making-of. Let's get ready to rumble! Herzlich willkommen. Das war Tjure. Sehr gut. Das ist Snorre. Richtig. Wir dürfen vorstellen, Vicky. Komm her, du Kleiderwurm. Oh je. Und jetzt bleibst du stillstehen. Und ich sag dir eins, die Antworten, die müssen sitzen. Und sag ja nichts Gegenteiliges oder Negatives vor dem Film. Ich glaube, Vickys Schwäche ist, dass er ein weiches Herz hat. Und deswegen kann er auch nicht einfach mal so einem eine ins Gesicht hauen und so. Aber wenn es wirklich notwendig ist, dann ist er sehr mutig. Noch viel mutiger ist natürlich Halvar, der stärkste der starken Männer. Hast du die Nordlandfelle, damit wir nicht mehr so frieren müssen? Halvar? Und genug zu essen? Für den Winter? Leider war der schreckliche Sven immer vor uns da. Papp. Super Beute haben wir gemacht, stimmt's, Männer? Psst. Nix dem Halvar sagen. Wenn der erfährt, dass der bei Ilva unterm Pantoffel steht, dann ist alles aus. Ja, total. Lächerlich. Welcher Häuptling gräbt denn bitte seinen Garten selber um? Der Rüben pflanzen muss, weil er kein Essen erbeutet. Der macht zwar immer auf dicke Hose, aber ist natürlich nicht. Sag ihm, wenn er nicht zurückkommt und den Garten zu Ende umgräbt, gibt's Liebeseinzug. Wie im wahren Leben, ne? So ist das. Für die, die es noch immer nicht geschnallt haben, Halvar ist Vickys Papa. Ja, klar, wie auch schon in Vicky und die starken Männer. Ja, der Halvar ist in dem Teil viel, viel intellektueller. Der hat sehr viele Bücher über Pädagogik gelesen. Überhaupt hat er erstmal lesen. Nee, der hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist komplett gleich geblieben. Vicky, hast du etwa wieder Angst? Ich? Nein, natürlich nicht. Das nennt man so einen epochenübergreifenden Generationskonflikt. Das ist ödipal angelegt und das sieht halt so aus, dass heute jeder Vater glücklich wäre, wenn er so einen cleveren Sohn hätte. Aber darin liegt die Komik vergraben, Halvar eben nicht. Zu wem gehört das kleine Mädchen da? Wir halten Vicky nachher für ein Mädchen und werden dafür aber auch schleunigst bestraft. Kinder lügen immer, besonders kleine Mädchen. Ich bin mir meiner Antipathie bewusst. Ich glaube, dass Kinder mich hassen werden. In dem Film. Und das ist für mich mal ein schönes Gegenstück zu meinem sonstigen Sein. Und jetzt kann ich Kinder endlich mal erschrecken und sie das fürchten lernen. Und jetzt sogar in 3D. Was sagen unsere Experten dazu? Ich glaube, 3D ist mehr als jetzt eine Effektwelle. Das macht eigentlich am meisten Spaß, neben Kindern im 3D-Kino zu sitzen und zu gucken, wie ernst sie dieses wahrhaftige Erlebnis nehmen. Ich glaube, 3D wird sich durchsetzen. Und jetzt weiter im Text. Ich bin kein Mädchen. Schnauze. Ich war mir immer nicht sicher, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich habe immer gedacht, dass Vicky ein Junge ist. Aber das ist so ungefähr 50-50. Naja, eigentlich könnte Vicky auch ein Mädchen sein. Andere Frage. Was macht einen echten Mann denn eigentlich aus? Naja, männlich, ja. Er ist auf jeden Fall mutiger, sage ich jetzt mal. Jemand muss rauf, das Segel ablassen! Oh, mein Bauch! Mein Rücken! Ich mach's! Willst du warten? Ja, aber schon in der Zeichentrickserie hat der Halvar ja immer gesagt, Vicky, mein Junge. Und daher weiß man halt, dass Vicky ein Junge ist. Was hast du vor? Ich rette dir deinen Wikinger-Eltern! Na also, Vicky steht diesmal übrigens eine echte Piratin zur Seite. Svenja. Die ist mutig, tough und ja, stark halt. Aber eigentlich mag sie den Vicky halt auch sehr gerne. Na gut, vielleicht nicht auf den ersten Blick. Die beiden müssen erst große Abenteuer bestehen, bis sie zueinander finden. Was auch für die Vater-Sohn-Beziehung gilt. Nach wie vor findet er es furchtbar, dass sein Junge sich nicht gerne prügelt. Vicky, wie oft noch? Ein Wikinger verhandelt nicht, er handelt. Die starken Seiten der starken Männer. Ein freudscher Versprecher, du merkst, es arbeitet. Guck mal, Tjure, da hinten steht der bekloppte Ulme. Wo? Hier. Die Schwächen sind auf jeden Fall
Sie trinken zu viel? Prost, Männer! Stehen Zeiten der männlichen Emanzipation ein bisschen zu sehr unter dem Pantoffel der Frauen? Natürlich höre ich auf den Jungen, mein Täubchen. Die machen einfach alles, was man ihnen sagt und sollten vielleicht ein bisschen mehr überlegen, bevor sie was tun? Darf ich vorstellen, das ist Patrick Reichel. Das ist der sogenannte Ulme. Bitte? Ja, sag du mal selber was. Was? Aber das können sie eben nicht und da kommen wir jetzt gleich zu den schwachen Seiten. Die Wikinger sind, glaube ich, in der Ausprägung ihres Gehirns nicht so weit fortgeschritten, als dass sie auch in die Politik gehen könnten. Guck mal, Originalfälschung. Ja. Oder doch? Ja, in die Politik schon teilweise, ja. Wenn sie mit mir fertig ist, sehe ich aus wie Eva Pattberg. Ja. Mit dieser Illusion lebt er schon seit 40 Drehtagen. Die sind noch bekloppter geworden. Da hat ja jeder seine Meise. So gesehen ist der Halver noch der normalste bei denen. Wir sitzen in der Falle! Mal wieder. Männer von Flakel. Wir sind leider aufgeschmissen. Die starken Männer sind für mich so eine Truppe von liebenswürdigen Vollidioten, die dich wie so eine bekloppte Fußballmannschaft mit durch den Film nehmen, mit denen man auch mitfiebern kann, weil man die mag. Wenn den starken Männern allerdings der Anführer abhanden kommt, verlieren sie den Kopf und jeglichen Realitätssinn. Leg mich, ich hab dich da lassen! Leg mich, ich hab Snorra! Thjurin und Snorra als Anführer von Wikingerland, wir würden einige neue Projekte starten, wir würden mehr für die Infrastruktur tun und auf jeden Fall unterbinden, dass neue Riesenbahnhöfe unter die Erde gelegt werden. Ich denke, wir hätten das ganz gut im Griff. Mein Name ist Nikrom alias Thjure. Mein Name ist Christian Koch. Ich begrüße Sie auf dem Flug Richtung McDonald's. Nein, ich bin das Neue und wir drehen da drin in Halle 12, drehen wir gerade. Wie geht auf Kurs und Markt? Weniger demokratisch geht es im Hoheitsgebiet des schrecklichen Sven zu. Da kann sich sein schrecklicher Assistent Pocker noch so anstrengen. Er würde alles dafür geben, noch schrecklicher sein zu können als der große Übervater Sven. Aber er kann es einfach nicht. Er ist zu trottelig dafür, zu dumm, zu wenig raffiniert, zu wenig tückisch. Und das macht mir den Pocker eigentlich auch so sympathisch. Weil er wäre gerne so böse und so sieht er ja auch aus. Also ich habe den ein bisschen lieb, den Pocker, aber auch nur ein bisschen. Ja, das mag schon sein, aber ich kann Herrn Christoph Maria Herbst privat überhaupt nicht leiden, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, Quatsch. Wir ergänzen uns, ohne groß uns abzusprechen. Der grausamste Pirat der Meere, der das Wort Gnade nicht kennt. Ihr gnadenspendender Gnadengeber, gütigster Gnade. Nur diesmal, glaube ich, gibt es einen kleinen Unterschied. Er ist nicht nur böse, sondern ist auch ein Psychopath. Also es hat sich jetzt herausgestellt in der Rolle, dass er wirklich abgedreht ist, zum Teil, und nicht ganz dicht. Außer mir, du Idiot! Das ist ein Markenzeichen, das kommt aus mir, es kommt vieles aus mir in dieser Rolle, was mit mir persönlich nichts zu tun hat, aber ich bin halt so gelagert und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, was ich so gehört habe, es gibt wahrscheinlich in ganz Europa und auf der Welt keinen so schrecklichen Sven, wie ich ihn liebe. Muss ich ganz ehrlich in aller Bescheidenheit sagen. Er sieht sich, glaube ich, mittel- und auch langfristig durchaus auf dem Thron des schrecklichen Sven. Und spielt da ja auch schon ganz gerne schon mal, ne? Mit so einer Armlehne und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass der... Das ist unser Herstellungsleiter. Herzlich willkommen. Einer der letzten wirklichen Profis hier am Set. Alles gut. War der erste Lacher in meinem Interview. Bernhard Thür, meine Damen und Herren. Ah, wen haben wir denn da? Das ist der... Ach, der Bernhard geht zur Tür. Kleines Wortspiel. Okay. Wo war ich? Richtig. Also ich sehe den Pocker sich in Wiki 4, Wiki 5 oder Wiki 6 auf dem Thron des schrecklichen Sven. Nichts gegen Günther Kaufmann, aber im Jahr 2025 werde dann leider ich den Sven spielen müssen. Dürfen, können,
Was denn jetzt? Ja. Ja, ja, alles klar. Wir sind gespannt. Jetzt aber freuen wir uns erst einmal auf den zweiten Kinofilm mit Vicky und seinem großen Abenteuer. Vicky auf großer Fahrt ist die Fortsetzung von Vicky die starken Männer. Es ist aber nicht ein zweiter Teil, sondern es ist eine Weiterentwicklung. Beide Filme sind super und können für sich komplett alleine stehen. Und wenn man beide gesehen hat, ist der Spaß doppelt so hoch. Aber jeder für sich alleine ist immer noch der Spaß so groß, dass jeder ihn mehrfach sehen will. Es war richtig harte Arbeit. Also dieser Film war knallharte Arbeit. Das war, sonst hat man viele mal so Leerlaufzeiten und dann geht das Team mal trinken und ist unterwegs und es wird gefeiert. Aber so die Erinnerung an Vicky auf großer Fahrt, das war knallharte Arbeit. Es war alles irrsinnig groß. Wir hatten ein Riesenteam, wir hatten Riesensets, wir hatten Riesenstunts und große Szenen und das habe ich bisher noch nie erlebt. Und jetzt habe ich vor allen Dingen auch, selbst wenn man sich Making-ofs von amerikanischen Filmen anschaut, selten gesehen. Und ich weiß noch, wie ich da das erste Mal ans Set kam und da standen dann irgendwie, ich habe es nicht gezählt, 30 Trucks oder sowas rum. Und man musste überhaupt mal finden, wo ist überhaupt die Kamera, wo muss ich überhaupt hin, weil alles so riesengroß war. Und das war schon der Hammer, ja. Und dann hat es am ersten Tag hat's ja so geregnet, wo dann auch von den 30 Trucks 25 im Matsch versunken sind. Das war so ein guter Start eigentlich, wo ich dann abends auch nach Hause bin und habe gedacht, oh Gott. Bevor ich das mache, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, weil es war wirklich ein Scheißtag und es kann nur besser werden. Ja, von daher Entschuldigung und vielen Dank, dass ihr so gut durchgehalten habt. Ja, Dankeschön. Also der erste Drehtag war einfach ein totaler Reinfall, war echt ein Riesenhorror. Da standen wir alle im Matsch bis zu den Knien und es ging gar nichts mehr. Wir hatten diesen Riesenkran und die Riesenaufbauten wegen unserer 3D-Kameras und sind einfach mal im Schlamm versunken am Walchensee. Riesenaufgebot an Komparsen, die bibbernd und zitternd irgendwie im Regen standen. Und wir da haben uns echt angeschaut nach dem halben Drehtag und dachten so, okay, scheiße, brechen wir jetzt ab oder brechen wir jetzt ab? Ich glaube, Christian Ditter sah schon so seinen Traum vom 3D total wegschwimmen. Als ich nach dem ersten Drehtag abends nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht, oh Gott, ich muss irgendwo untertauchen, dass ich mich nicht mehr finden. Wirklich untergetaucht ist stattdessen Christian Koch alias Snorre mit einem spektakulären Stunt vor Maltas Küste. Dieses Fass sollte ja, in dem ich drin war, wegen der Zahnschmerzen, sollte ins Wasser abgelassen werden, also plumpste so rein. 40 cm ist ja eine wahnsinnige Höhe. Also manche Leute, Stuntleute springen ja aus 60 Metern. Ich 40 cm, buff rein, Fass kommt hoch, zack, Lippe. Hier offen, drei Stiche. Aber ich habe mich gut dabei gefühlt. Also Snorre hat sich auch gut dabei gefühlt und auch Christian irgendwo. Weil so eine Narbe auch gerade hier so im Mundbereich hat was. Ja, so ist es, wenn man sich unerlaubt vom Set entfernt. Das habe ich heute einmal gemacht und jetzt sitze ich hier. Also, die ist auf jeden Fall schon mal im Kasten. Ja, es sind Blut, Schweiß und Tränen bei den actionreichen Dreharbeiten geflossen. Dafür haben wir den Wahnsinn dann an Deck mit dem Wasser, weil wir da in einen wahnsinnigen Sturm geraten und das Wasser quasi im buchstäblichen Sinne um die Ohren geschossen bekommen. Es ist schon wirklich extrem, da irgendwie 5 Tage hintereinander auf dem Schiff zu stehen und Windmaschinen und Nebelmaschinen und dann diese Wasserkanonen ins Gesicht geballert zu bekommen. Und da sind halt sogenannte Watershooter. Die Dinger ballern einem mittels Druckluft irgendwie keine Ahnung wie viel Liter Wasser ins Gesicht. Und selbst solche großen, starken Männer wie Jörg Muckadam hat es da echt fast vom Schiff geblasen, sag ich mal. Die Bordwand von unserem Schiff wurde teilweise zerfetzt. Also die haben richtig Power gehabt, die Teile. Wenn man so einen geilen Abenteuerfilm machen darf mit solchen, ja,
Sturmsequenzen, was weiß ich, was nicht all. Mir hat's Spaß gemacht. Noch mehr Spaß gab's bei Wein, Weib und Gesang. Okay, vergesst Wein und Weib, aber dafür gab es umso lieblicheren Gesang. Der Ulmer, also der Patrick Reichel, der steckt da mit dem Ralf Siegel unter einer Decke und hat aus dem Grund, was wir vorher nicht wussten, dieses ein bisschen Frieden angestimmt. Dann seh ich die Wolken, die über uns hängen. Jetzt dreht er durch. Und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich sing aus Angst vor dem Dunkel. Ich bin eher so ein kleiner Bewegungslegastheniker. Von daher ist das für mich auch nicht ganz so schwierig, das nicht so professionell aussehen zu lassen. Lass die Welt. Ich glaube, wenn Männer so tanzen, wirkt das immer ein bisschen homo. Andererseits muss ich sagen, passt aber auch ein bisschen zu dem Poker, weil bei den schrecklichen Männern, also nicht den starken Männern, sondern bei den schrecklichen Männern, sieht man ja tatsächlich ausschließlich Männer. Und wenn die nicht in die Schlacht ziehen, was machen die den ganzen Tag? Knick, knack, ding, dong. Knick, knack, ding, dong, dachte sich wohl auch der ein oder andere Wikinger bei der Ankunft auf der Insel der Walküren, bis er mit der rauen Realität Bekanntschaft machte, beziehungsweise einem äußerst aggressiven Stamm seltsamer Frauen. Es gibt nichts, was ihr uns geben könnt. Doch, Liebe. Nieder mit den patriarchistischen Aggressoren! Was? Sowas hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dass ich halt eine davon sein darf, ist natürlich, hat mich natürlich sehr gefreut. Und jetzt bin ich hier und sitze in der Sonne und nachher zeigen wir den Jungs, wie es läuft. Mein Lieblingsmotiv war, wo wir als Gruppe auf dem Felsen gefangen sind. Weil das hat gerauscht und geknallt und die Wellen und die Sonne und diese ganze Naturgewalt, das fand ich großartig. Wir haben ja dann irgendwie, ich glaube, zu zehnt den Kran festgehalten, dass es uns den Kran nicht von der Klippe weht und so. Und das war schon abenteuerlich. Und dazwischendurch hieß es auch immer, wir können jetzt nicht mehr so lange drehen und so, weil der Wind ist so stark. Man hat sich plötzlich schon so ein bisschen wie der König der Welt gefühlt da oben. Hinter denen waren riesen Wellen, das ganze Meer war so aufgewühlt und es sah so geil aus. Und ich habe mir nur gedacht, ja, hoffentlich hört der Wind nicht auf, ja, während alle anderen die Krise gehabt haben wegen des Windes. Und ich habe mir gedacht, boah, schaut das super aus. Das war breathtaking. Man hat da irgendwie 50 schöne, gute, strahlende Frauen vor sich. Und abends kommt man nach Hause ins Hotelzimmer und denkt sich so, keiner mag mich. Hallo. Das Leben ist eben doch ein Ponyhof. Oder ein Wunschkonzert? Also zumindest während der Dreharbeiten von Vicky auf großer Fahrt. Ja, wir verstehen uns schon gut, aber manchmal kloppen wir uns schon. Aber das Kloppen ist auch eigentlich ganz Spaß. Was ich ganz lustig finde, ist, sie immer zu ärgern, weil sie lässt sich immer sehr echt ärgern. Wer uns beobachtet am Set, die Schauspieler, wir albern natürlich extrem rum. Und wenn wir könnten, wie wir wollten, dann würden wir das Ganze noch komischer machen. Also für uns ist so, wir müssen uns echt zurückschrauben. Das ist aber, glaube ich, eine Dynamik der Gruppe, die dort entsteht. Und so baut sie etwas auf, was dann der Regisseur wieder in normale Bahnen zurücklenken muss. Nach dem Feststand, dass Bulli aufgrund privater Verpflichtungen und zwei anderen Kinoprojekten den Film nicht machen kann, war für mich von vornherein die erste Wahl der Christian Ditter. Und mit Christian Ditter kam zu Vicky auf großer Fahrt mehr Action, mehr Stunts und mehr Abenteuer. Und mehr Verletzungen. Schwere Verletzungen. Erstmal habe ich die Zähne, das ist die erste Verletzung. Die zweite Verletzung ist, auf dem Schiff habe ich mir das Schienbein so angedotzt, dass es offen war. Und bei so einem Stunt, als Tjure und ich vom Tisch runterfliegen mussten, ist er mit dem Knie nochmal richtig drauf. Dann war es wieder offen, war halt so eine Schienbeinprellung. Ja, und beim Schwertkampf, ich glaube, es war meine Schuld, habe ich eine auf den Finger bekommen. Da wir ja zwar Kampfszenen haben, aber die ja nicht in der Perfektion, wie bei den drei Musketieren zum Beispiel durchgeführt wird, bei uns hat er ein gewisses Slapstick. Gut, einen dicken Ackergaul, bisschen Fechttraining, monatelangen Abnehmen, dann klappt das alles. Natürlich, bitte. Ich will D'Artagnan sein. Zum größten Teil waren das so Überflieger oder so Luftrollen dann auf den Rücken. Oder dann ein ganz schöner Stunt war dann im Sturm, wo die Wikinger dann reinkommen. Da kam so eine Flutwelle und hat mich mitgerissen. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Es ist Hitzefaktor, weil hier im Studio, wo jeder im T-Shirt rumrennt,
da stehen wir sowieso ständig im eigenen Saft. Das ist, was du hier siehst, das ist ein außen leicht angetrocknetes Feuchtbiotop. Also es ist, darunter sind wir alle klatschnass. Und das ist alles? Du meinst bis auf den kaputten Finger, mein offenes Schienbein und die aufgeschlagene Lippe, die mit 3 Stichen genäht wurde? Nee, sonst war nichts mehr. Aber es kann ja noch kommen. Ja, vielleicht passiert mir ja noch was. Dieser Film war echte Pionierarbeit. Und das, was wir alle zusammen erreicht haben und gemacht haben, war immer so von allen, von diesem Geist beflügelt, der erste deutschsprachige Real-3D-Film. Und ich habe immer allen gesagt, wir wollen Neil Armstrong sein und nicht Buzz Aldrin, wir wollen die Ersten sein und auch mit die Besten. Und das hat, glaube ich, auch alle sehr motiviert. Nee, ich sehe sowieso alles nur 2D. Wer hat denn das erzählt? Ist doch Quatsch. Einfach draufhauen, fertig. Also der Reiz an 3D ist für mich, dass es einfach so realistisch aussieht und dass es halt einfach so zum Greifen ist. Also wenn eine Figur in diesem Film wirklich eine Tiefe erhält, wenn auch nur durch den 3D-Effekt, dann ist es der Pocker. Man hat wirklich das Gefühl, als wenn man da jetzt hingreift, dann kann man sich selbst anfassen, aber dann greift man halt ins Leere. Also ich fühle mich jetzt auch dreidimensionaler. Vielleicht kannst du Trottel mal erklären, was 3D ist, oder machen wir es später? Machen wir es später? Dass das 2 Kameras sozusagen sind, die Augen simulieren. Das Team ist um ein Vielfaches größer, was um diese Kamera ist. Es macht einen höllischen Unterschied, in 3D zu drehen. Denn man kann sich des Gefühls nicht erwehren, wenig zu schaffen, wenig effektiv zu arbeiten. Herr Herbst, ich danke Ihnen für die Mitarbeit. Ich freue mich. Richtig. Jetzt verstehe ich auch diesen berühmten Satz: Die Hälfte seines Lebens wartet der Schauspieler vergebens. Jetzt in 3D. Genau, jetzt in 3D. Vicky auf großer Fahrt. Für die alten und neuen Fans. Vicky war für mich auch totaler Kult. Als Kind konnte man sich da wahnsinnig gut reinversetzen, weil da fand man ja immer alles doof, was die Eltern und sowas gemacht haben, was die Erwachsenen gesagt haben, weil die hatten ja alle überhaupt gar keine Ahnung. Das ist alles so schön durchgeknallt. Das ist einfach generationenübergreifend toll. Wenn jemand wüsste, was das Geheimrezept für einen Kultfilm oder eine Kultserie ist, dann ist er ein reicher Mann oder eine reiche Frau. Und es ist ein großes Geschenk, bei der Realverfilmung und jetzt auch schon bei der zweiten Realverfilmung und dann auch noch in 3D dabei sein zu dürfen. Da kann ich nur sagen, danke. Genau die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Ab 29. September im Kino. Viel Spaß. Nein, nein.